Hallo und herzlich willkommen zurück zu Piranha Bytes in Essen. Wir sind hier mit den Jungs von Piranha Bytes und dem Jan von King Art Games und wir spielen eine Runde dieses Stormers. Wahrscheinlich nur mit zwei Spielern, das kommt darauf an, wie wir die Technik hier hingefahren. Aber das ist besser als nichts. Nee. Das ist wirklich besser als nichts. Ja, dann drück doch mal die Start-Taste. Ja. Oder die A-Taste, A-Taste funktioniert, sollte auch funktionieren. Yes, das funktioniert, dann wähle das Singleplayer aus. So, das ist jetzt die Steam-Version. Das ist die Version, die im Moment im Early Access draußen ist. Die hat das neue Firestorm-Update auch mit drin. Ah, das bin ich, okay. Oh, ich drücke wieder zu viele Knöpfe. Jo. So, ein Wort der Warnung ist angebracht, dass mein Steam-Account ist. Es ist ein bisschen weiter fortgeschritten, das heißt, wir werden es mit wahrscheinlich relativ kräftigen Gegnern zu tun haben. Ja. Das, was du hier siehst, ist im Moment der Prototyp von unserem Hideout. Im Hideout kann man schöne Sachen machen, wie zum Beispiel auf der Karte Missionen auswählen. Ja. Das ist das hier. Die Totenköpfe sind Horde Mode, das heißt, man kämpft ganz normal von links nach rechts sich zusammen durch ein Level durch und muss am Ende eine rote Horde besiegen. Die komischen Helme da unten auf den Bannern, das ist einfach Gebiet erobern, das heißt, wir rennen durch den Level und flaggen ihn um. Das ist das Simpelste, was es gibt. Der Boss-Karte ist im Moment keine da, die hätte so eine hübsche Roboter-Hackfresse drauf. Und unten rechts in der Ecke ist unser neuestes Baby, das mit dem Feuersturm-Update neu dazu gekommen ist. Das ist Base Defense. Das heißt, wir bespicken die Basen der Orks mit Bomben und dann sehen wir zu, dass die hier nichts passieren. Alles klar. Ich würde sagen, du wählst einfach mal ganz unten links das Symbol aus, dann können wir mal. Dieses hier? Genau. Alles klar. So. Falls der deine Waffe nicht gefallen sollte, können wir die auch noch umbauen, oder das soll ich dir Crafting für später zeigen? Alles klar. Ich glaube, legen wir erstmal los. Legen wir erstmal los. Einfach da in den Kreis springen. Ups. Das war schon GameStart. Aber wie gesagt, es ist im Moment, wir sind im Moment in Early Access, deswegen das ist halt nur so ein Übergangshauptquartier, was wir haben. Später kriegen wir noch das schöne, große, tolle, bessere, aufgemotzte Hauptquartier. So. Genau. Wenn ihr Fragen habt, einfach losschießen. Ja. So, wenn ich reinspringen kann. Ja, ich kann reinspringen. Ah, geil. So. Wunderbar. Das heißt, du bist jetzt im Singleplayer-Modus, kannst aber dich zuschalten, einfach mit einem Controller anschließen. Im Moment ist halt der Koop-Multiplayer an einer Maschine halt im Singleplayer mit drin. Einfach einen Controller anschließen, A-Taste drücken und dann halt ins Spiel reinspielen. Mhm. Multiplayer-Modus von Steam schon fertig. Macht einfach einen Host-Server auf und kann einen Join direkt los. Der Nachteil im Moment natürlich bei diesem Singleplayer-Koop ist, dass du das Spieler 2, 3 und 4 festgeschriebene Waffen haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt nichts anderes nehmen als dieses Gewehr, was ich habe. Während der blaue Spieler zum Beispiel seine Waffen customizen kann. Das gibt man so Spiel. Yeah, ich hab ihn erwischt. Die coole, die uns da verwendet, ist der A-Connector. Erstens, es schützt uns storytechnisch vor den Auswirkungen des Hubs, das ist das Öl, was diese Welt definiert. Ja. Und zweitens, du kannst, wenn du die Schultertaste oben drückst, an das Ding ranziehen. Das ist wie so ein, oh, wie so ein Hochgeschwindigkeitskletterhaken oder sowas. Und der Kletterhaken, der wandert immer automatisch zu günstigen Locations? Er sucht einen Masseschwerpunkt zwischen den allen Spielern und dem nächstbesten Gegner, sodass man quasi den Gegner sich reinslammen kann, wenn man wollte. Oder es gibt Ankerpunkte, an denen er sich festhaken kann. Das heißt, wenn wir zum Beispiel da oben ist ein Ankerpunkt, das heißt, wenn wir schnell hier raus wollen, genau. Hui! Yeah! Kann man rausfetzen, das ist super. Ja, ich krieg voll auf die Fresse. Eigentlich ist das sehr gut, dass du meinen Account hast, weil der hat im Moment sehr viele Sachen unlockt. Zum Beispiel, wenn du Gegner tötest, können diese Healthpacks spawnen, diese Radios hier. Ja, muss ich da einfach nur gegenspringen oder? Wir sind bei vollem Leben, wir haben genug von den Dingen. Ah, okay. So, Health-System funktioniert so, wir haben zwar eine Health-Bar, aber was eigentlich zählt, sind die Panzerplatten auf deinem Körper, die sind nur oben links Ja. Ab einem bestimmten Verlust an HP platzen die einfach weg. Wenn man bei 0 ist, ist man nicht wirklich tot, sondern erst wenn die ganze Gruppe bei 0 angekommen ist. Alles klar. Wir haben halt zugesehen, also das Spiel ist halt darauf ausgelegt, du nimmst halt zwei Leute mit, setzt dich auf die Couch, sagst, ey, komm, lass diese Stormers zocken, dann lässt am besten noch Bob ein, der irgendwo am Ende des Landes sitzt, habt eine gute Zeit zusammen und wäre halt blöd, wenn einer halt stirbt und rausfliegt, deswegen kann die ganze Gruppe immer noch weiterspielen, bis alle tot sind.
Der einzige Nachteil, es hat tot zu sein, ist, du kannst nicht mehr schießen. Das heißt, du kannst nur noch gegen anrempeln mit dem Dash zum Beispiel. Ist klar. Ist das, also ich. ja, deine Kanone, die du hast, ist ziemlich overpimpt. Die hat erstens, wenn sie jetzt Gegner trifft, fängt sie an, alles in Brand zu setzen um sie herum. Zweitens, sie spawnt Granaten. Alles aber gut. Das ist noob-freundlich hier. Harry, du bist der Blaue, ja. Ich bin der Blaue, ja. Ich erinnere mich nur ganz, ganz früher, irgendwann Anfang der 90er oder wann das war, wo ich Super Protector gespielt habe. Das war auch eine unserer großen Inspirationen im Spiel. Aber das ist sehr, wir haben uns halt Spiele angeguckt wie Contra, Super Protector. Ja. Und ihr stellt euch das so viel vor. es ist totales konstruktives Chaos. Es ist Resultiv ist ach, du bist hier unten durchgegangen, oder? Ich bin unten durchgegangen, in das Gebäude rein. Ach, ich kann mich also nicht durch. Nicht durch schwarz. Also was schwarz ist, kommst du nicht durch. Aber was farbig ist, da kannst du runterdrücken und springen und fällst durch. Ist doch. Warte, ich drück runter. Ach! Ja, okay. Ich weiß es nicht. Baller hier in der Gegend rum, ey. Komm hier. Ey, die sind ja Sachen, doch, wer machst du? Ja. Nicht grundsätzlich. Wie gesagt, im Moment haben wir halt nur Side-Missionen fertig. Das sind halt die Dinge, die ihr auf der Karte gesehen habt. Ja. Zum Beispiel die Side-Mission, wenn es darum geht, okay, das Gebiet muss erobert werden, wir wollen das Gebiet von der Stadt zurückhaben. Story-Mode kommt später noch dazu. Da sind wir am Arbeiten. Die Grundstory, was sich allerdings noch ändern kann, ist halt, dass es in der mittelalterlichen Stadt Ravens, da haben sie halt Öl gefunden, was halt von Patrizier als das Geschenk der Götter angesehen worden ist. Ist halt ein extrem dufter, magischer Brennstoff, den sie innerhalb der Stadt gefunden haben. Ja. Hat nur einen großen Nachteil. Das Ding verwandelt alles, mit dem es in Kontakt gerät, langsam in irgendwelche Fantasy-Baddies. Das heißt Orks, Goblins, Hexen, Untote, Liches. Was du halt nicht gesehen hast. Ja. Aber die finden das Zeug halt dann unheimlich toll, sobald sie einmal verwandelt worden sind und übernehmen halt die Stadt. Und bevor es mit dem Verwandeln passiert ist, hat halt so eine kleine industrielle Revolution eingesetzt und hat das Ganze gleich so in die 1950er Jahre gebracht. Setting ist halt so ein Dieselpunk-Setting. Das ist, Dieselpunk ist nicht wie Steampunk halt im viktorianischen Zeitalter angesetzt, sondern mehr so in die Richtung Amerika der 1930er bis 1950er Jahre. Deswegen haben wir auch American Diner hingespielt. Endlich haben wir es gesehen. Letztes Mal hast du es nur im Teaser, dass es das gibt. Ah, da war das Diner, hat das gesehen. Hab's gesehen, ja. Da war sogar der Doppelorker, der Hamburger mit dem Auge drin. Ich dachte gerade, ich hätte einen Ork-Elvis gesehen. Da war ein Ork-Elvis. Kann was zurückgehen, das ist ein Ork-Elvis. Das letzte Mal haben wir versucht, eins von diesen Seeds zu spawnen. Aber wo Seeds spawnen? Ach, scheiße. So, damit dahin in der Runde sei der Doppelorker. Ja. Mit Finger, Food. Ja. Na, wo ist der Orker? Da im Hintergrund, der sieht man. Da ist er. Und da ist er noch. Ja. Also Jukebox hinten in der Ecke. Oh, yes. Sehr gut. Oh, unsere Artists haben so, richtig Spaß dabei, die Level zu bauen. Also diese Level Chunks zu bauen. Das ganze System funktioniert, ist prinzipiell, das sind prozedural zusammengesetzte Level-Chunks. Level-Designer bauen quasi grundgeometrische Formen, die werden dann von Artists teilgedresst und in diese können dann wiederum über sogenannte Sub-Chunks Subzonen gespawnt werden. Das heißt, jedes Level wird quasi automatisch zusammengewürfelt, bevor es geschrieben wird. Was dafür sorgt, dass kein Level halt wieder anderes ist. Oh. Ein Teleporter da oben? Das sind die Transcoop Stations, die benutzen die Orks, um die Gegend zu teleportieren, beziehungsweise reinzuwerfen, sowas wie Monster Spawnen. Ah, okay. Später wird es noch von Varianten geben, die man zerstören kann, die im Moment spawnen nach einer bestimmten Zeit aus, wenn man einen Namen muss. Zwischenspeichern oder? Tada! Nein, das war erste Mission, erste Zeitmission. Yeah! Hast du fein gemacht, Harry. Yeah! Ich hab's voll drauf. So, du wahrscheinlich hast null Leute gekillt. Du hast 84 Goblins zerschrotet und 32 Orks vernichtet. Ist doch gar nicht so schlecht für den Anfang. Ne? So. Schwierigkeitsgrad von dem Spiel passt sich dem Spiel der Spieler an. Es guckt also, wie ist die Ausrüstung von den Spielern? Ja. Wie weit sind sie im Moment? Okay, das ist so, wie es später sein wird. Im Moment guckt es danach, wie viele Siege hast du gefahren und baut dann dementsprechend immer weiter den Schwierigkeitsgrad auf. Im Moment sind wir auf Level 35, 37 vom Schwierigkeitsgrad und mit Firestorm sind es 100 mögliche Schwierigkeitsgrade. Und Schwierigkeitsgrad bestimmt halt, wie viele Monster spawnen und welche Kategorie Monster spawnen. Im Moment haben wir 5 Tiers von Monstern, die haben halt unterschiedliche Farben. Es fängt halt mit so Orgrün an, geht über Teal hin zu Orange und Rot. Rot ist am kräftigsten halt.
fiese Elite-Gegner. Und je höher die im Level sind, desto krasser sind auch ihre Shot-Patterns, die sie abschießen. Wenn zum Beispiel ein Shotgun-Org einfach nur so zwei kleine Schuss abgibt, legt halt so ein Tier-5-Org richtig los und gibt dir halt eine ganze Barrage, die du halt entweder hart ausweichen musst oder du schluckst halt den Schaden und versuchst halt auszuschalten. So, ja, ich hätte gesagt, wir haben noch Zeit für eine weitere Runde. Ja, okay. Dann wäre noch eine andere Map für uns aus und danach gucken wir uns dann den nächsten Take des Crafting an. Okay. So, was haben wir denn da Feines? Willst du Horn machen oder? Gucken wir uns mal den neuen Defense-Modus an. Wenn wir ihn schon haben. Welcher war das? Der ist auf der linken Seite, die Bombe da. Die ist hier? Alles klar. Ist hektisch. Ich warne dich vor. Nicht so ruhig und entspannt wie normal. Base Defense Chunks funktionieren folgendermaßen. Es sind drei Chunks. Links an der Basis, rechts an der Basis und dazwischen ein bisschen Beef. Ziel ist es, in jedem Chunk die Bomben erstmal zu besuchen, diese auf scharf zu schalten und sobald alle scharf sind, geht der Spaß los. Die Zone, die du da siehst, das türkisfarbene da, das ist die erste Bombe. Ja. Ganz einfach triggern und einfach daneben stellst. Ach, du schon oben durchfahren. Nicht ins Feuer gehen, da brennt sich doch kaputt, Junge. Ach, hier durch oder so, runter? So, ich habe die mal angemacht. Ja. Ich kann mal hochgehen und die nächste anmachen. Das levelt insgesamt 10 Bomben, die müssen wir alle anmachen, damit es losgeht. So, pass auch bei diesen Lila-Dingern darum, da ich da drauf schieße. Die triggern in jedem dieser Base Defense Chunks gibt es Mechanismen, die uns helfen, die Gegner zu vertreiben. Die haben einen längeren Cooldown, aber die fackeln dann so weite Teile vom Level ab. Das sind schon die ersten Gegner da, das ist unpässlich, aber nichts, was wir nicht schaffen können. So. Hier habe ich jetzt einfach mal alles schon mal angemacht. Jetzt ja, ich sehe, du bist schon vorgeprescht. Ich komm hier, komm hinterher hier. Dein kommst du hinterher. Das wird noch viel hektischer. Das warte mal ab, du. Warum ist dein Zeppelin oben reingespawnt? Das ist dumm, Ding, echt unglaublich. Muss ich mal fixen. Ihr habt das nicht gesehen. Lalala. Ich sehe so, ich achte auf den Hintergrund und. So. Das ist funny. Die beiden Defense Chunks, die gespawnt sind, sind beide, die ich gebaut habe. So, rums. Ja, diese Energiekugel, die du da siehst, nein, sondern das ist so Overdrive-Energie. Wenn du die B-Taste drückst, kannst du Overdrive zünden. Das heißt, von allen Teammitgliedern wird die Waffenfeuerrate beschleunigt, der Schaden erhöht. Ja. Und du gibst diesen wunderbaren Energiestrahl ab, der dich erstens einmal Schild und zweitens alles, was du damit beschreibst, dann einfach mal killt. Das gefällt dir. Kannst du die Bombe da oben? Okay. Nevermind. Ich geh selbst, krieg die Bombe an. Warum krieg ich die nicht runter? Ein Schattenbock. Schattenbock mit meinem Schattenbock. So, jetzt sehen wir da oben die Zeit für den Countdown runterlaufen. So lange müssen wir diese Bases beide verteidigen. Und du siehst, können wir aber nur einem gleichzeitig mal leerrollen von Ungeziefer. Das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels waren, in der anderen Basis ist stunk. Mach mal was. Dann wird der Timer nämlich gelb. Dann wird er orange, wenn wir uns zu lange Zeit lassen. Und wenn er rot wird, dann haben wir es auch schon fast verkackt. Das brauchen wir aber. Ich muss voll erfahren. So, da siehst du es, jetzt leuchtet es gelb. Das heißt, in der anderen Basis ist gerade schon Party ohne uns. Alles klar. Und Party ohne uns mögen wir gar nicht. Wir wollen eine Party. Die Stirn. Außerdem, du mit deiner Kanone bist sowieso total der Screen-Tier. Diese Bomben. Ja, ich merke schon, da haben nichts entgegenzusetzen. Aha. Ja, das sieht doch nicht mehr genau. Das ist so reiner Spielskill. So. Ups. Das Problem ist, solange wir nicht direkt in der Nähe sind, sammeln die sich halt bei den Detonatoren. Blödes. Stecken sich doch irgendwo. Oder ist das jetzt in der Basis immer noch gelb? Das ist, aha! Stecken wir uns mal wieder draußen vor der Tür. Das sehen. Also, ich demonstriere mal ganz kurz, wie diese Clearer funktionieren. Ja. Guck dir mal an und du gehst dann nach rechts weg. Da spawnen jetzt überall Bomben. Boom. Oh, und dann also. Und die zerlegen dann ein Drittel des Levels an. Alles klar. Oh, du bist nach rechts, es brennt! Alles klar, ich komm schon. Hier, läuft doch Arschloch rum hier. Zack, zack!
So, gucken wir, was wir rechtzeitig schaffen. Du siehst gut aus. Oh, ja, ich sieht gut aus. Oh, oh, ja, ich mach Overdrive. Ja, ich dachte, es wird mal Zeit, den reinzuhauen. Denn wenn die Basis orange ist, ist das überhaupt nicht gut. Das ist der Stress auf der anderen Seite weiter, so wie es aussieht. Das heißt, jetzt wieder zurück. Ja, jetzt hier ist es grün, du siehst, die Dinger draußen sind grün, das heißt, wir können rüber auf die andere Seite was sehen. Klar. Das Problem ist, es spawnen halt auch immer mehr rein. Die springen von so Luftschiffen ab. Zumindest hoffe ich, dass es nicht so ist. Ich stelle jetzt einfach mal in meiner Vision des Spiels vor. Es sind Luftschiffe, knapp oberhalb des Bildschirms. Genau. Warum zerlegt ihr hier meine Basis? Warum zerlegt ihr unsere Basis? Warum tut ihr das? Wir wollen doch nichts weiter tun, als eure komischen Blutproduktionstechnik mitspringen. Ja? Das kriegt ihr aus Fressbrett. Yes. Du hast unsere Energie für Overdrive, falls du nutzen kannst. Das will ja nicht mehr machen. Yeah. Ich sehe das Blätz. Autsch. Ja, dann überfahrt es wohl auch so aus. Ja. So, okay. Ah, das ist leichter. Ja, irgendwas ist so warm. Ich glaube, es ist die andere Basis hier. Ich will mich nicht zwei, dass ich auf der rechten Seite. Ja, aber ich würde erstmal gerne hier die Karte nochmal so ein bisschen rollen. So. Ja, sieht gut aus. Oh, jetzt ist es so kritisch geworden auf der anderen Seite, dass der Countdown aufhört. Jetzt müssen wir uns sputen, damit es da weitergeht. Ja, es versucht jetzt an, die Wand zu zerstören. Ganz genau. Wo bin ich, ey? Aha! Das Problem habe ich auch immer wieder. Wie gesagt, ihr konstruktives Chaos. Stell dir das jetzt einfach nur vier Spiele vor. Ich glaube, wir haben verloren. Oh nein! Oh. Ja. Oh. We failed! Scheinbar nur, weil wir jetzt keine 1 Minute 26 mehr für diese Episode. Ja, ja. Gut, dann demonstriere ich nochmal das Crafting-System nächste Runde von so Freunden von Ranja Reitz. Und wir sehen uns in der nächsten Show wieder. Ciao!